Wir bedanken uns herzlich für die freundliche Unterstützung bei Transporter und PKW Waschanlage direkt an der B299 in Garching. Spielcafé Spielhalle direkt an der B299 in Garching an der Alz. Brandneu Sanierungstechnik GmbH in der Altöttinger Straße 15 in Garching an der Alz. Und im Hintergrund hören wir die Altöttinger Fanfront, ehemalige Spieler aus der zweiten Mannschaft, also Hobbyfußballer. Und die haben immer einen ganz reichen Schatz an Schlachtgesängen und Liedern. Das ist schon eine tolle Sache. So, und das ist das 1:0. Da ist er genau richtig drin gewesen. Hervorragend in den Raum gelaufen. Der Maxi und der Hitzenberger. Ja, das ist natürlich ein denkbar schlechter Spielbeginn für den TSV Neuötting, nach 10 Minuten schon mit 1:0 auf fremdem Boden in Rückstand zu sein. Der Müller-Tom zum Beispiel hat ja auch in der 116. Minute den Führungstreffer im Relegationsspiel geschossen. Ist ja auch ein Routinier mit in dem Alter. Manchmal macht es die Erfahrung. Außennetz vom Franz Schallmoser, der von seinen Fans gerne über Schallmoser genannt wird. Wir hören es auch gerade. Gibt ihm das hoffentlich, stärkt ihm das entsprechend den Rücken, dass er dann beim nächsten Mal auch reintreffen kann. Was ist deine Prognose fürs Spiel? Ja, ich hoffe, dass die Oettinger jetzt nämlich schnell ein Tor nachlegen und dann einfach hinten besser zumachen. Die letzten 10, 15 Minuten haben sie jetzt ein bisschen gewackelt. Von hinten raus haben sie die Bälle nicht mehr richtig übers Mittelfeld rausgebracht. Also da müssen wir, glaube ich, jetzt wieder... Wobei man sagen muss, man muss als Oettinger glücklich sein, dass sie jetzt nichts reingekriegt haben. Natürlich. Das hätte ja auch nur das 2:0 kurz vorm Halbzeit-Tee fallen können, mit der Ecke, die also nicht ganz glücklich reinkommen ist, aber insgesamt können wir zufrieden sein mit der Leistung und natürlich auch mit dem Vorsprung 1:0, aber da dürfen wir uns jetzt nicht drauf ausruhen und weiter mutig nach vorne spielen, dann glaube ich, können wir ganz zuversichtlich sein. Bei den Altöttingern sehe ich keinen Wechsel. Der Trainer Thomas Lange hat offensichtlich nicht durchgewechselt. Aber die Altöttinger machen also nicht den Eindruck, dass sie da jetzt irgendwas zulassen würden. Spielen auch wieder schnell nach vorne. Wieder der Maxi und der Hitzenberger am Ball, spielt raus auf die Nummer 14, den Florian Wachtfeitel. Und er bringt die Flanke aber direkt in die Arme des Torwarts. Da hat er gut aufgepasst, der Dennis Wieland. Ja, und das ist eben der Unterschied. Also Altötting, schauen wir mal, es wird jetzt zwar schon ein langer Ball werden, aber normalerweise spielt Altötting einfach hinten raus und versuchen es spielerisch. Zumindest war es in der ersten Halbzeit so gewesen und Neuötting setzt dann doch viel auf die langen Bälle. Und das ist halt dann Glücksspiel auch. Aber wenn man mal durchkommt, kann man auch eben Glück haben. Und da ist Schallmoser am Ball. Ah, oh, da muss er schneller schalten. Ja, eben, und schnell ist er ja im Prinzip, der Franzi. Und das war auch ein starker Pass und geht knapp am Tor vorbei, weil er sich zu weit, ihr müssten eigentlich direkt nehmen. Er hat am Anfang so viel Platz gehabt, aber hätte er sich aussehen können, so dass er so weit ausdringen lassen. Ja, das ist schade. Also. Das ist eine gute 90-prozentige, sage ich mal. Also da hat nicht viel gefehlt. Das waren 30 cm, wie wir gerade in der Wiederholung gesehen haben.
Und dann sind die Neuöttinger-Fans auf dem Plan, weil jetzt stehen die da schon eng vorm Tor. Und der war auch höllisch knapp, muss man natürlich sagen. Man wird sehen müssen, wie lange der Herr Scheidsrichter nachpfeifen lässt, nachspielen lässt. Jetzt ist das 2-0 passiert. Schiedsrichter lässt es durchgehen. Es war keine, wertet es nicht als Bedrängung des Torhüters. Ja, das war ein spektakuläres Tor, würde ich sagen. Aber da sieht man einfach auch, da sieht man diese. Was sagst du? Das ist einfach der Sascha. Ich hab's nicht gesehen. Unser Sascha Seehofer macht aus 2 zu 0. Ich hätte gerne mal sehen, ob es abseits war. Wir haben zwei Tore gesehen. Das erste war von den Altöttingern relativ gut rausgespielt. Ich weiß nicht, ob wir es von der Regie nochmal eingespielt bekommen. Das zweite war dann ein bisschen fraglich mit dem Unterlaufen vom Torwart. Das hätte man als Schiedsrichter möglicherweise ja auch abpfeifen können. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube nicht nur Unterlaufen vom Tormann, sondern ich glaube, das war eine klare Abseitsstellung. Das ist jetzt das erste Tor. Sieht man halt einfach, dass unser Libero da Gurevic ausrutscht. Also der in der Viererketten heute, der ist ausgerutscht und dadurch wird der Weg frei. War unglücklich für uns Sechsers, da liegt er da. Und dann, okay, der haut halt einfach rein. War für uns natürlich in der 9. Minute scheiße. Aber gut, so läuft es halt einmal. Hätte man da jetzt mit dem richtigen Stollenschuh besseres Ergebnis gehabt? Ich mag jetzt nicht sagen. Sicherlich war der Boden glitschig, aber meist hilft halt einmal nicht. Gell? Der Spieler hat sich für die Schuhe entschieden und gemeint, das geht schon. Alles klar. Okay, dann wünsche ich euch trotzdem auch, dass das weitergeht und wieder aufgeht. Ihr habt ja, glaube ich, ein paar Verletzte, habe ich gehört, vom Manuel Kagerer vor dem Spiel. Aber gut. Ja, man hilft nichts, es müssen die rote Elfe, die wir gespielt haben. Wir haben denen das Vertrauen geschenkt, das hat heute leider Gottes nicht gelangt. Ich muss auch sagen, der Sieg war letztendlich natürlich verdient, auch von den Spielanteilen her. Wir haben in der zweiten Halbzeit ja kaum fast gegnerische Tor gekommen, obwohl wir eins und hinten waren. Also Gratulation, Alt Eding, passt. Insofern eben, also wir haben an und für sich ein erstaunlich ruhiges, nein, zum Schluss, das war doch nochmal tumultartig. Also ich bin gespannt, wenn man es dann im Video sieht. Das zweite Tor wollen wir jetzt uns auch noch mal kurz anschauen. Ja, genau. Schermann sagt halt ganz klar, der Herr Nuller hat der Schwarze. Also wenn das kein Abseits nicht war, dann weiß ich es nicht. Da muss einfach der Schiri abpfeifen, wenn du sechst, das da ja, sehr mal hin. Die unseren laufen alle raus. Das ist ja eine sehr, sehr enge Liga. Ich meine, man weiß selber, du kannst da einmal, verlierst zwar, dann bist du wieder hinten drin, gewinnst zwar, dann bist du wieder irgendwo im Mittelfeld mit dabei. Also wir werden weiter da, wir werden schauen. Sicherlich haben wir froh, wenn jetzt dann über den Winter unsere ganzen Verletzten wieder zurückkommen. Aber Gott, in die zwei Spiele müssen wir uns jetzt darüber retten. Und wie gesagt, da holen wir dann. Schauen wir dann mal zwei Dreier holen und dann darf man wieder gut in die Winterpause gehen. Okay, danke. Wir bedanken uns herzlich für die freundliche Unterstützung bei Transporter und PKW Waschanlage direkt an der B299 in Garching. Spielcafé Spielhalle direkt an der B299 in Garching an der Alz. Brandneu Sanierungstechnik GmbH in der Altöttinger Straße 15 in Garching an der Alz.